Hallo, liebe angehenden AstronautInnen, habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, ob ihr unter Linux eigentlich einen Virenscanner benötigt? Wer von einem Betriebssystem wie Windows kommt, ist es sich wahrscheinlich gewöhnt, als allererstes mal den Virenscanner zu aktivieren. Dazu gibt es für Windows mittlerweile den Defender und der ist sogar ganz gut geeignet. Der ist gratis und kommt direkt von Microsoft. Unter Linux gibt es zum Glück nicht so viel von diesem bösartigen Ungeziefer. Dennoch solltet ihr euch schützen. Und auch hier könnt ihr das mit einer kostenfreien Applikation machen, die gleich auch noch Open Source ist. Diese heißt ClammerV. Und mit ClamTK steht auch gleich noch ein grafisches Frontend zur Konfiguration zur Verfügung. Ich zeige euch heute, wie ihr ClammerV installieren und einrichten könnt. Dazu öffne ich als erstes mal ein Terminal und installiere die Anwendung. Sudo apt-install clamtk. Ich installiere direkt die grafische Applikation, denn die hat als Abhängigkeit den ClammerV-Virenscanner und den FreshClam-Dienst, der zum Aktualisieren der Signaturdateien benötigt wird. Dieser läuft automatisch im Hintergrund und ihr braucht euch da um nichts zu kümmern. Wir schauen uns den Dienst dennoch gleich erst einmal kurz an. Jetzt wurde die Applikation bereits im Hintergrund installiert und wir könnten jetzt das Menü unseres SVM Window Managers neu generieren. Wenn ihr meine bisherigen Videos geguckt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wie ihr ein Alias für die Menüerstellung einrichten könnt. Falls nicht, holt das bitte nach und ansonsten meldet euch einmal ab und wieder an. Ich führe jetzt das Alias aus, Menü, Menü, und schon wird im Hintergrund mein Menü neu erstellt. Jetzt finde ich die Applikation ClamTK hier im Bereich Zubehör. Und ich öffne sie auch gleich. Jetzt sehe ich hier schon, aha, da wird noch eine Meldung ausgegeben. Das liegt daran, weil im Hintergrund durch FreshClam jetzt ein Update der Virensignaturen ausgeführt wird. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar gehen wir nochmal auf die Konsole und führen erstmal ein systemctl-status clamav-freshclam.service aus. Das ist der Dienst zum Aktualisieren der Virensignaturen und der ist gerade aktiv. Jetzt möchte ich mir trotzdem nochmal die Protokolldateien für diesen Dienst anschauen. Das kann ich mit journalctl-u und dann den Namen des Dienstes. U heißt Unit, denn unter systemd werden alle Dienste in sogenannten Unit-Files beschrieben. Die heißen hier zum Beispiel so, clamav-freshclam.service. Jetzt kann ich mir das anzeigen lassen, aber nur als Root. Ich muss also davor noch ein Sudo angeben. Das mache ich jetzt gerade mal. Und hier sehe ich jetzt das Protokoll. Ich kann mir jetzt auch gerade nur die letzten Zeilen ausgeben lassen, indem ich ein -f hinten anfüge. Jetzt sehe ich, hier werden schon einige Daten verarbeitet. Da fehlt ihm noch eine Konfigurationsdatei, aber grundsätzlich scheint er hier was zu machen. Um jetzt hier diese Fehlermeldung im FreshClam wegzubekommen, können wir ganz einfach die Konfigurationsdatei vom FreshClam editieren. Dazu führe ich den Befehl sudo nano etc clamav freshclam.conf aus. Hier suche ich nach der Zeile Notify ClamD und füge dort am Anfang das Rautezeichen an. Wie wir bereits gelernt haben, sorgt die Raute am Zeilenanfang dafür, dass diese Konfigurationseinstellung nicht aktiv wird. Wir kommentieren sie also aus. Ich sage Ctrl oder Steuerung O zum Speichern und Ctrl X zum Beenden. Nun müssen wir noch einmal kurz den Dienst vom FreshClam neu starten. Dazu führe ich den Befehl sudo systemctl restart clamav-freshclam.service aus. Um den Dienst jetzt auch gleichzeitig noch beim Booten des Systems zu aktivieren, könnte ich jetzt auch gerade noch den Befehl sudo systemctl enable
v-fresh-service ausführen. So, jetzt schauen wir nochmal in die Applikation ClamTK rein. Und zwar als allererstes mal in die Einstellung, denn hier gibt es ein paar Punkte, die ihr unbedingt beachten solltet. Ich öffne diese und hake jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt auf potenziell nicht gewünschte Programme überprüfen an. Außerdem aktiviere ich die heuristische Prüfung und ich möchte gern versteckte Dateien ebenfalls überprüfen. Die beginnen, wie wir wissen, mit einem Punkt. Ich lasse jeweils hier diesen Punkt bei Dateien größer als 20 MB prüfen weg, denn diese Funktion verlangsamt mein System deutlich. Wenn du jetzt natürlich einen schnellen, aktuellen PC hast, kannst du mal ausprobieren, wie das bei dir funktioniert und diesen Punkt einmal aktivieren. Hier sage ich außerdem noch Ordner rekursiv durchsuchen, denn ich möchte ja all meine Ordner auf potenzielle Viren hin untersuchen. Hier ist standardmäßig dieser Punkt nach Aktualisierung für dieses Programm suchen aktiv. Ich hake den jeweils aus, weil das bezieht sich nur auf die Anwendung und die Anwendung wird über unsere Paketverwaltung automatisch mit geupdatet. Ich sage jetzt hier zurück und habe jetzt zum Beispiel die Basiskonfiguration schon mal erstellt. Jetzt könnte ich hier mal einen Ordner überprüfen lassen. Dazu wähle ich jetzt mal ein Verzeichnis und sage OK. Jetzt sagt er hier schon ganz schnell, da ist nicht viel drin in dem Verzeichnis, nur eine Datei, die hat er überprüft, keine möglichen Bedrohungen gefunden. Um das Ganze jetzt mal zu simulieren, können wir einen sogenannten Testvirus herunterladen. Dazu eignet sich zum Beispiel der Testvirus iCar. Den können wir uns auf der Webseite iCar.com herunterladen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Virendefinition, also um eine Definition eines Virus, wo sich alle Antivirenhersteller geeinigt haben, dass diese Datei von dem Programm als Virus erkannt werden soll. Ich gehe jetzt hier mal auf Download das Anti-Malware-Test-File, scroll ein wenig herunter und finde jetzt hier in der Download-Area verschiedene Dateien zum Herunterladen. Ich wähle jetzt mal hier die erste, die iCar.com-Datei und hier hat er mir die Datei schon heruntergeladen. Ich öffne jetzt den Ordner und sehe hier die Datei. Ich mache jetzt nochmal einen neuen Ordner, und zwar einen Ordner Testvirus. Und dort schiebe ich jetzt mal diesen Testvirus herein. Jetzt öffne ich nochmal die Applikation und sage wieder einen Ordner überprüfen und wähle hier das Verzeichnis Testvirus. Öffnen. Wenn das Fenster nicht ganz sichtbar ist, weil zum Beispiel mein Bildschirm zu klein ist, kann ich die Alt-Taste gedrückt halten und dann mit der Maus dieses Fenster etwas verschieben. Ich klicke hier auf OK und er findet tatsächlich auch bereits diesen Virus. Also hier sagt er mir, möglichen Virus gefunden, iCar Signature, und ich könnte hier jetzt noch eine weitere Analyse durchführen. Das mache ich jetzt mal und könnte jetzt hier diese Datei anschauen. Dabei werden diese Informationen mit einer zentralen Virendatenbank verglichen. Diese wird von VirusTotal gepflegt und dort geben alle Virenscanner an, ob eine bestimmte Datei als Virus klassifiziert wird oder nicht. Und wie wir sehen, oder wie ich euch vorher bereits gesagt habe, haben sich alle Hersteller oder fast alle Hersteller darauf geeinigt, dass diese iCar-Dateien, die eigentlich harmlos sind, als Virus erkannt werden sollen. Ich sehe also hier, es wurde ein Virus erkannt, in dem Fall ein Testvirus. Ich kann den jetzt in die Quarantäne verschieben oder direkt löschen. Ich schiebe ihn jetzt mal in die Quarantäne. Jetzt sage ich hier Quarantäne und sehe hier oben, oh, er ist in die Quarantäne verschoben worden. Ich wähle jetzt mal mein Testvirus-Verzeichnis und sehe, da ist der Virus gar nicht mehr drin. Er hat also diesen Virus erfolgreich in die Quarantäne verschoben. Ich schaue jetzt hier nochmal in der Quarantäne nach und sehe da, oh, Nummer 1 ist mein iCar.com-Testvirus. Ich kann den jetzt hier wieder herstellen, das mache ich jetzt mal, und dann fragt er mich noch, in welches Verzeichnis. Standardmäßig wählt er das Verzeichnis aus, wo der Virus zuvor gefunden worden ist. Ich sage OK, gehe jetzt hier zurück und sehe, hier in dem Testvirus-Verzeichnis
ist die Alka-Testdatei wieder drin. Es hat also alles geklappt. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr auf eurem System eine regelmäßige Überprüfung einrichten könnt. Möchtet ihr zum Beispiel, dass jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit euer Rechner auf Viren überprüft werden soll, könnt ihr hier über den Planer eine entsprechende Funktion anlegen. Ich wähle den Planer und kann hier eine Uhrzeit auswählen. Ich habe jetzt hier mal schon mal 18.45 Uhr angewählt. Ich könnte aber auch sagen 18.55 Uhr. Also dann müsste ich erstmal Plus sagen. Dann sage ich hier 18.55 Uhr. 18.55 Uhr Plus. Das hat er jetzt gemacht. Hier habt ihr aber gesehen, da ist irgendwie ein kleiner Bug drin. Da verhält er sich ein bisschen komisch. Ich mache das dann erstmal wieder weg. Und ich habe jetzt hier gemerkt, dass es besser funktioniert, wenn ich hier vorne 18 eingebe und dann hier hinten mit den Minus- und Plus-Tasten arbeite. Also ich sage jetzt nochmal Minus oder Plus, sage 18,55. Und jetzt seht ihr, bleibt der Wert hier auch drin stehen. Also es hat alles geklappt. Was er jetzt hier im Hintergrund gemacht hat, ist eigentlich einen sogenannten Crontab-Eintrag erstellt. Beim Cron handelt es sich um einen automatischen Spooler, der regelmäßig zu bestimmten definierten Zeiten einen Befehl ausführen kann. Ich kann mir den angucken, hier ist jetzt nochmal ein Protokoll offen, ich breche das mit Ctrl-C ab, indem ich hier den Befehl crontab-e, das ist mein persönlicher crontab, den ich im Bearbeitungsmodus öffne, ausführe. Jetzt sehe ich hier, hier wird mir die crontab-Datei im Nano angezeigt. Jetzt sehe ich auch hier schon, jeden Tag um 18.55 Uhr wird dieser Befehl hier ausgeführt. Das heißt, er führt einen Scan aus in meinem Home-Verzeichnis, aber er nimmt tatsächlich ein paar Unterverzeichnisse vom Scan aus. So wird zum Beispiel mein Mail-Verzeichnis vom Thunderbird nicht mitgescannt. Auch wenn ihr Evolution verwendet, wird dieses Verzeichnis nicht mitgescannt. Und zwar liegt das daran, dass wenn er jetzt da einzelne Dateien in einer Mail scannt und dort ein Virus drin entdecken würde, kann es dazu führen, dass dein Mail-Programm nicht mehr sauber funktioniert. Und jetzt sehe ich hier, aha, okay, er scannt mein Verzeichnis HomeTux und er legt mir auch eine Protokolldatei hier im .clam.tk-History-Verzeichnis mit dem Tagesdatum an. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus, mit Ctrl-X beende ich das Ganze. Er hat mir, wie ihr seht, jetzt den Nano angeboten, um das Crontab zu bearbeiten. Falls ihr einen anderen Editor verwenden möchtet, könnt ihr das zum Beispiel mit Select-Editor einstellen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, ist Nano als erstes aktiv. Ich könnte mir jetzt auch den VI oder einen anderen Editor einstellen. Es gibt zum Beispiel sudo apt install den Editor tilde. Der ist auch noch ganz ansprechend für jemanden, der vielleicht eher aus dem DOS-Umfeld kommt oder so DOS-artige Editoren kennt. Der kann sich diesen Editor tilde auch nochmal angucken. Den zeige ich euch jetzt in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz. Ich habe ihn selber jetzt kürzlich erst entdeckt. Ich verwende in der Regel VI, aber ihr müsst das rausfinden, was für euch am besten passt. Ich finde den Nano jetzt für einfache Editieraufgaben noch sehr gut geeignet, aber Tilde kann für manche Anwender doch noch ein bisschen anwenderfreundlicher sein. Ich öffne ihn mal, Tilde. Und jetzt sagt er mir, ich habe noch nichts konfiguriert. Und er sagt mir jetzt hier, es ist jetzt natürlich alles in Englisch, der Editor liegt nur in Englisch vor, soweit ich weiß. Ich kann jetzt die Menüs mit dem Meta, also das ist der Alt-Taste, und dem ersten Buchstaben aufrufen und mit Doppel-Escape wieder schließen. Also ich mache mal zu. Also Alt-F, hier seht ihr immer, am Anfang wird das Wort ja mit blau angezeigt. Der erste Buchstabe ist hier blau, zum Beispiel E für Edit. Ich kann Doppel-Escape drücken, um das Menü zu schließen. Alt-F, Exit. Und so kann ich jetzt zum Beispiel mit diesem Tilde-Editor auch arbeiten. Ich schaue mal, ob Select-Editor den auch anbieten würde. Und siehe da, er würde jetzt auch den Tilde-Editor anbieten. Ich wähle den jetzt mal aus, 1, und konnte jetzt nochmal crontab-e ausführen. Und jetzt öffnet er mir dieses crontab-File tatsächlich in diesem Tilde-Editor. Ich gehe jetzt mal mit Alt-F und Exit wieder raus. Und bin jetzt wieder in meinem Terminal.
Ihr habt jetzt also gesehen, wie ihr diesen Virenscanner einrichten könnt, wie ihr einzelne Viren auch in die Quarantäne verschieben könnt und auch löschen könnt, welche Einstellungen sinnvoll sind und wie ihr sogar einen automatischen Plan zu regelmäßigen Scans ausführen könnt. Wenn ihr zum Beispiel die Virensignaturen manuell aktualisieren wollt, könnt ihr hier zum Beispiel auch umschalten. Ich möchte die Signaturen selbst aktualisieren. Das könnt ihr machen, Anwendung zurück. Ich empfehle euch aber, und dann hier über Aktualisierung auf Aktualisierung Prüfung, ich empfehle euch aber, den Frischklang zu nutzen. Dann passiert das automatisch jeweils im Hintergrund. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren von Klammer-V und scannt ruhig mal ein oder zwei Ordner auf eurem System ab. Schaut mal, wie lange es dauert und schaut mal, was vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, um eure automatische Überprüfung einzuplanen. Wenn diese nicht ausgeführt werden kann, dann versucht das natürlich beim nächsten Mal am nächsten Tag wieder. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir doch bitte in den Kommentaren und vergesst bitte nicht, unsere Telegram-Community zu besuchen, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Themen rund um freier Software und Linux aus. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.